So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part Minecraft Ardor mit dem Zwergenfürst. Ja, da war leider kein Ei drin. Ja, ich habe gerade unten im Keller des Hauses ein bisschen Stein in den Ofen geworfen. Na, dann warten wir mal darauf, dass das fertig wird. Dann können wir hier an dem Turm weiterbauen. Ja, das so ein bisschen versetzt. Ich hoffe, das sieht noch cool aus, wenn wir das in die Höhe bauen. Ja. Gehen wir mal ein bisschen zum Beten in der Kirche oder so. Ja. Will ich mal wieder ein bisschen Ausschau halten. Natürlich ist die Batterie alle. So kann es doch losgehen. So ist der perfekte Beginn eines Parts. Ja. Alles klar. So, auf die Kirchturmspitze steigen. Oh, bloß nicht runterfallen, sonst sind wir gleich Matsche. Ja, da haben wir wundervollen Ausblick auf den Turm. Ja. Und auch auf den Rest des Dorfes. Ja, so sieht das Ganze von oben aus. Sieht noch ein bisschen kreisförmig aus, aber ja, mal schauen, wie das dann aussieht, wenn das noch weiter in die Höhe wächst. Vielleicht kriegen wir das bis über die Wolken. Das ist der Plan, den Turm mit mehreren Etagen bis hoch über die Wolken zu kriegen. Mal schauen, wie weit wir bauen können. Weil wir sind ja hier schon in den Wolken. Der Berg ist schon in den Wolken. Viel, viel weiter nach oben wird es, glaube ich, nicht unbedingt gehen. Haben wir Erde mit dabei? Schwarzeichenbretter, Bruchstein haben wir noch. Könnte ich mal versuchen, mich hochzubauen. Bloß nicht fallen. Einfach mal experimentell, wie hoch geht's hier? Ja, bis über die Wolken auf jeden Fall. Ich glaube, das geht auch ziemlich weit hoch. Jo. Jetzt sind wir hier schon über den Wolken. Gibt es da überhaupt ein Limit? Ja, hier sehen wir mal den. Ja, das Limit ist gerade, dass der Bruchstein alle ist. Aber ja, jetzt bloß nicht runterfallen. Wir sind hier schon in luftigen Höhen. Ja, auf jeden Fall können wir den Turm noch ein bisschen höher bauen. Haben wir auf jeden Fall Platz für den Turm. Das dürfte kein Problem sein. Das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon gebacken. Brauchen wir nur genügend Bruchstein, um das zu Stein zu brennen. Ich habe schon mal überlegt, vielleicht bauen wir irgendwann noch. Oh, das ist die Spitzhacke kaputt. Vielleicht bauen wir irgendwann mal ein Haus in den Wolken oder irgendwie so eine Wolkenstadt. Einfach mal ein bisschen. Ja. Einfach mal eine Plattform oben in die Wolken reinbauen. Ich will mal ein bisschen Schnee wegmachen. Fällt sowieso gleich wieder drauf, aber ja. Okay, wie kommen wir sicher da runter? Wahrscheinlich gar nicht. Au. Ja, hier mal ein bisschen Schnee räumen. Muss auch mal sein. Auf den Dächern. Uha. Stein. Hilfe. Ich komme hier nicht mehr raus. Da kann ich mich nur noch einbauen. Oh Kack, jetzt baue ich das ganze Dach hier ab. Hilfe. Bruchstein. Ja, gut, das war jetzt nicht geplant.
war so nicht geplant, aber zum Glück kriegen wir den Stein noch wieder zurück. Das ist gut, da kann ich zumindest nicht so schnell abbauen ohne Spitzhacke. So, Herzen haben wir noch alle. Also braucht man nicht zu vorsichtig zu sein. Aber trotzdem, wir bauen gleich einen Turm weiter. Ihr solltet nicht zu viel Fallschaden bekommen. Gar nicht zu oft runterfallen. So gehen die Seitenschiffchen. Die Seitenschiffe. Schiffchen ist was anderes. So. Hier mal ein bisschen Schnee wieder weggeschaufelt. Ist das zu hoch oder? Nee, das mache ich mal lieber nicht. Da springe ich nicht runter. Das ist mir zu riskant. Aber ich komme auch nicht anders runter. Mist, jetzt muss ich springen. Geronimo. Autsch. Das tat den Füßen weh. Den Beinen, meine ich. Runtergesprungen. Das muss ordentlich wehtun. Und von so oben runterspringt. Da bricht man sich durch die Beine. Jo, das Gefängnis hier hinterm Berg. Ich dachte gerade, die Tür vom Gefängnis ist offen. Naja, wäre auch nicht schlimm. Lebt noch keiner drin im Gefängnis. Ist noch keiner inhaftiert worden. So, ein bisschen Bruchstein haben wir schon. Nein, ein bisschen Stein. Bruchstein nicht. Das haben wir gebrannt. Damit können wir jetzt erstmal ein bisschen weiterbauen. In die Höhe bauen wir weiter. Nach oben. Den Turm. Ja, so sieht's aus. Und weiter geht's. Weiter an die Höhe. Ist die Frage. Erstens die Frage, wo wir innen weiter bauen sollten. Nicht immer nur außen. Ach ja, das können wir dann auch nachher machen. Im Nachhinein. Ja. Und die andere Frage, sollten wir überhaupt höher bauen als die Kirche? Das ist ja eine... Das ist ja eigentlich eine ziemliche Schandtat. Den Turm höher zu bauen als die Kirche. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt. Da sollte man vorsichtig sein. Sollte man gucken, mit wem man sich anlegt. Ja, aber wir machen es einfach mal. Wir sind so dreist. Wir bauen den Wachturm in die Höhe. Ganz, ganz in die Höhe. Damit wir auch über alles einen Überblick haben. So sieht's aus. Dann bauen wir den Turm hier so versetzt weiter. So, ich glaube, das könnte man fast rauslassen. Oder wir machen es halt zu so einer, machen so ein Fenster rein hier in die Sache. Ja, Fenster hat der Turm auch noch keine. Brauchen wir im Nachhinein alles ein. So schaut's aus. So. Meine SD-Karte ist schon wieder voll. Ich muss die mal ein bisschen leeren. Ich muss dir nichts beibringen, aber ich muss die mal leer machen. Mit Doppel-E. Muss gleich mal die Aufnahme unterbrechen oder wird sie gleich von selbst, von automatisch. Okay, hier soll es auch hochgehen oder nicht? Es ist inzwischen Nacht geworden. Ich muss mal kurz was von meiner SD-Card löschen. Ja, ganz professionell wie immer. In den Aufnahmen. Wie ist das hier genau gebaut und wie, was, wo, wann, warum? Ich verstehe nicht. Sehr unförmig hier. Ein bisschen. Aber gut. Bauen wir mal ein bisschen weiter. Noch können wir bauen. Ja. Fackeln bräuchte man nicht. Ja, haben wir hier, genau. Zack. Das mal ein bisschen heller machen, damit wir auch im Dunkeln weiter bauen können. Ja. Müssen wir nicht immer runterrennen zum Schlafen. Wir könnten mal ein Bett hierher bringen.
Ich muss jetzt auf jeden Fall wieder runter, weil ja, mein Gestein fertig ist. Ich glaube, wir müssen da mal eine Treppe reinbauen, damit wir hier wieder runter können. Hey, wo ist denn die Treppe? Die Steintreppe. Spinne. Hilfe. Ich komme hier nicht mehr runter. Im Geronimo-Style auf das Dach dort drüben. Ich sterbe doch hier. Ich fahre hier. Oh nein. Die Spinne kann auch nicht so hoch springen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Oh, sie klettert. Verdammt. Böse Spinne. Ich glaube, da sterben wir, wenn wir so weit runterspringen. Oh, Kacke. Geronimo! Ja. Dachte ich mir. Zwergi ist zu hart auf den Boden aufgeschlagen. Ja, wir müssen mal wirklich eine Treppe von innen hochbauen. Das sieht seltsam aus. Wenn wir mal schauen. Wie dieser Turm uns am Ende aussehen wird. Oh, ein Spinnenauge. Autsch. Nicht so viel Schallfaden. Der Schallfaden. Ich höre einen Enderman. Sollte ihn nicht anschauen. Der ist hier irgendwo. Spinnenfaden und Spinnenauge. Ein Elchensetzling. Ich brauche auf jeden Fall. Hier sind doch irgendwo Monster. Oh Mann. Ich brauche auf jeden Fall gebrannten Stein. Also ab in den Keller. Zu dem Stein. Lasst uns von dem Enderman nicht erwischen. Schaut sich zumindest wie einer an. Jetzt bin ich durch verschlossene Türen gegangen. Ja. So, hier. 24 Steine. Dann 64er Stick. Stick rein. Sochen. Dann können wir mal wieder. 24 ist nicht viel. Aber reicht vielleicht für eine kleine Treppe. Na, klein muss es ja nicht sein. Ich bin unentschlossen. Das sieht noch nicht so. Sieht noch nicht nach dem Wahren aus, aber. Ja, das ist noch nicht das Wahre. Na gut. Hier erstmal ausleuchten. So. Dann versuchen wir es mal. Vielleicht können wir hier eine Holztreppe reinmachen. Haben wir auch nicht genug mit. Na, wenn schon aus Stein. Ich glaube, hier so nach oben. Das wäre, glaube ich, das Beste. Zack, 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 zack. Bis unter das Dach. Und dann. Na, das Dach ist noch nicht, aber. Hier mal ein Loch rein. Okay, da müssten wir dann irgendwie reinkommen in das Quadrat. Okay, hier dann so wahrscheinlich. So, okay, da würde dann wahrscheinlich eine Treppe entstehen. Müssen wir außen eine hässliche Ecke machen. Yep. Das war jetzt klug von mir, dass ich die höchste Stufe als erstes gemacht habe. Fängt das Haus von oben an. Genauso. So, wie machen wir das jetzt hier zu? Ganz unauffällig. Jo. Ja,
Muss man ein bisschen planen. Jetzt stehe ich wieder außen, so ein Scheiß. Ich muss mir das ein bisschen besser überlegen, wie ich das Ganze hier aufbaue. Von außen sollte man es vielleicht nicht unbedingt sehen. Zumindest nicht so auffällig. Sieht dann hier ein bisschen unförmig aus. Jo. Dann hier so ein Eingang. Zack, zack. Auweih. Wie komme ich da jetzt am dümmsten runter? Machen wir Jump'n'Run raus. Irgendwie schon. Ach, der Nico ist wieder online. Ja, moin. Treppen bauen mit Gefahren. Ich habe keinen Stein mehr. Hilfe. Ich hoffe, es ist hoch, ist niedrig genug, um runterspringen zu können. Autsch. Ja, es war niedrig genug. Ja, okay. Schauen wir mal, was wir da hinkriegen. Hier dann noch eine Tür rein. Am untersten Ende des Turms. Oder so ein bisschen was Provisorisches. Da ist was gerade zerbrochen. Okay. Eine Treppe für den Turm. Dass wir hinaufkommen. Ja, die zweite Etage konnten wir heute noch nicht so richtig anfangen, aber das können wir dann im nächsten Part richtig machen. Heute erstmal Treppen machen. So. Bruchsteine haben wir auf jeden Fall genug. Sagte ich schon oft genug. Stein kriegen wir aus dem Ofen. Kohle haben wir hoffentlich auch noch genug. Sonst müssen wir uns welche schaffen. Müssen wir da unter die Erde gehen und ein bisschen Kohle farmen. So, schauen wir mal, wie weit wir hochkommen. Ja, hier, dann hier und dann hier. Passt genau. Nice. Eigentlich müssen wir mal ein Geländer dran bauen, dass man nicht versehentlich fällt. Aber nein, in Minecraft gibt es kein Geländer. Das ist Gefahr, das ist Abenteuer. Das ist Erlebnis pur. So, die Treppe fertig gemacht. Da kommt man nach oben. Müssen wir eigentlich mal Stufen reinmachen. Aber erstmal so. Erstmal so, dass wir da durchkommen. So. Machen wir da dann ein Dach drauf. So, da kommt man runter. Ja, kommt man durch. Und dann können wir da irgendwie versuchen, wieder das zu kaschieren. Ah, da ist übrigens die Erdleiter, die mir jetzt nicht mehr viel hilft. Wird ein bisschen unförmig hier, die zweite Etage. Aber ja. Ist halt ein ganz verrückter Turm. Hier ein bisschen klotzig. Mal schauen, wie wir das wieder begradigen. War mal eine kreative Idee von mir. So, einen Stein holen. Meine Kamera macht langsam alles heute hier. Die SD-Karte voll, die Kamera alle. Nee, nee, nee. Umstände hier. Ja, die Switch-Batterie ist auch alle. Anstatt sich mal vorzubereiten vor dem Part. Ja. Ist mal wieder wahnsinnig professionell, wie man es von mir kennt. So ein bisschen Stein nachlegen.
Bruchstein, was? Ein bisschen Breakstone. Nee, Cobblestone heißt das, glaube ich. So, cool, ist noch genug drin. So, Stein. 16 Stein. Ist nicht viel, aber damit kann man mal ein bisschen was machen. So. Ich hoffe, euch wird das Bauen an dem Turm nicht zu langweilig. Ja. Es wird nämlich noch die nächsten paar Folgen brauchen. Die Erdleiter können wir auch mal wegmachen. Haben wir ja jetzt von innen. Ja, so schaut's aus. Vielleicht machen wir es hier einfach mal hinten flach. Jetzt machen wir hier ein flaches Ende. Sonst sieht das zu unförmig aus. Ich glaube, das wäre ein Plan. Zack, hier einfach so ein nach draußen einfach mal ein Aussperr gerade. Können wir das hier so, können wir das so machen. Das gibt noch keinen Fallschaden, so ist gut. Dann machen wir das so hier, dann können wir das hier einreißen. Zack. Machen wir hier eine gerade Wand hin. Ja, dann sieht das nach außen nicht ganz so schlimm aus. Bruchstein wieder angesammelt. Ups, hoch hier. Dann müssten wir das hier noch gerade machen. So, hier noch ein paar hoch, da noch ein paar hoch. Klingt nach einem Plan. Hier noch ein paar Fackeln hin, damit sie nicht zu duster wird. Im Hochsteigen. Eine rechts auch. So. Geh trotzdem mal schlafen. Auch wenn wir nachts weiterarbeiten wollten. Bruchstein braucht eh noch ein bisschen zum Aufheizen, zum Schmelzen oder was auch immer. Zum Brennen. Ja, so war's. Zum Brennen. So, rein hier. Wir sollten vielleicht unser Bett mal in die obere Etage legen. Dass wir nicht gleich beim Eingang schlafen. Das wäre doch eine Idee, oder? Das wäre eine Idee wert. Jetzt dürfen wir bloß nicht sterben, weil wir haben gerade unser Bett abgebaut. Ja, müssen wir auf jeden Fall eine Nacht mal im Bettchen schlafen. Kürbis. So, dann kommt das Bett mal hier hin. Ein bisschen Umgestaltung. Dann haben wir auch mal einen Sinn und einen Zweck für die zweite Etage. Amboss und so weiter. Neben der Werktruhe, neben dem Amboss. Ja. Es ist Tag. Du kannst nur nachts schlafen. Ja, das ist alles ob. Ja. Den Kürbis können wir auch unten hinstellen, wo das Bett vorher stand. Oder brauchen wir hier Nachtlicht? Ja, hier oben ist noch ziemlich dunkel. Ja, machen wir auch ein paar Fackeln hin. Warum nicht? So. Unten können wir den Kürbis hinstellen. So hier. Alles klar. Ein bisschen räumliche Gestaltung. So. Ich hoffe, meine Kamera versagt nicht. Kurzerhand. Ich versuche jetzt noch das Ding zu begradigen, dass wir schon mal eine Form haben, dass wir am nächsten Part in die Höhe bauen können. Ja. Heute nicht sonderlich viel gewachsen an dem Turm. Heute ein bisschen drumherum gemacht. Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen jenes. 60. Part von Minecraft Anno, muss man auch nochmal betonen. Part 60 ist das schon. Sehr nice. So. Dann biegen wir das mal zurecht. Hier nicht runterfallen.
zack, zack, zack. Dann sieht das zumindest von der äußeren Seite gerade aus. Da kann man hier noch Schießscharten reinmachen. Fenster kommen eh noch rein. Da kann man hier nach außen gerade hochbauen und Richtung Dorf die schöne Seite machen. Oder halt die hässliche. Ist halt Ansichtssache. Die Verzierung Richtung Dorf. Klingt nach einem Plan. Mal schauen, wie es am Ende ausschaut. Das eine ist ja mal die Idee dahinter und das andere ist ja mal, wie es dann wirklich ausschauen tut. So, Holz hier hingebaut. Das können wir dann wieder abbauen. So, nächste Etage. Nein, nicht die nächste Etage, aber die nächste Ebene an Steinen. Dann kann es ja weiter in die Höhe gehen. Drehe noch. Hier müssen wir dann hier um die Ecke bauen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Kabüffchen. So schaut's aus. Jetzt nicht runterfallen. Hier müssen wir auch noch Steinboden reinmachen. Ja, so viel dazu. Lade deine Konsole auf. Standby-Modus bald aktiviert. Ja, ich warte drauf. Das wird wahrscheinlich wieder pünktlich zum Partende passieren. Deshalb sage ich jetzt schon mal, Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Seid ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Mal sehen, was als erstes ausgeht. Meine Kamera oder die Switch. Nicht Controller, sondern die Switch-Konsole. Beides ist gerade alle. Na dann. Man sieht sich im nächsten Part von Minecraft Armor wieder. Oder im nächsten Video auf meinem Kanal. Bis dahin habt noch eine angenehm fürstliche Zeit. Man sieht sich auf meinem Kanal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Jetzt schon mal. Ich werde jetzt hier noch ein, zwei Minuten weitermachen, wenn es mir die Switch erlaubt, die Kamera erlaubt. Und dann, ja, ganz professionell abgewürgt werden. Ja, Professionalität kennt keine Grenzen. Auf Zwergenfürst LP. So ist es. Ja, ich komme immer noch nicht hoch. Ja, wie immer gewohnt professionell. Gewohnt professionell geht es auch im nächsten Part, in Part 61. Minecraft Arno weiter. Seid da dann wieder mit dabei, wenn ich hier weiter an die Höhe baue. Und Etage Nummer 2 beende. Ja. Und vielleicht sogar im nächsten Part schon mit Etage Nummer 3 anfange. Ja. Kann ich offscreen vielleicht schon mal ein bisschen Stein brennen, damit wir hier nicht immer hin und her laufen müssen. Mach ich mal offscreen ein bisschen Stein. Wäre vielleicht nicht schlecht. Sand haben wir dort, damit können wir Fenster brennen. Alles klar. Kohle brauchen wir nur genügend. Na dann, würde ich sagen, wenn die Switch und die Kameras nicht beenden, beende ich es gleich hier im Keller. So, 12 haben wir wieder. Oder ich mache es halt wieder auf dem Turm. Mal sehen, ob ich es noch hinschaffe bis dorthin. Ja. Sag schon mal, macht's nicht gut, macht's besser. Ja. Der Spruch ist nicht von mir. Das ist alles nur geklaut. Eo, eo. Das ist alles gar nicht meine. Eo. Ja. Doch, das ist der falsche Spruch. Das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht generell das Motto, aber ja, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Man sieht sich. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, nice.
So, das ist gleich auch wieder alle. Kann man den Part beenden. Supi. Ciao, ciao.